Neukundengewinnung. Wenn du zum Thema Neukundengewinnung Informationen brauchst, Hilfe, Tipps, Impulse etc. pp., dann bist du hier auf unserem Kanal genau richtig. Neukundengewinnung bedeutet sehr viel mehr als nur Neukundengewinnung im eigentlichen Sinne. Das bedeutet im Klartext, viele missinterpretieren den Begriff Neukundengewinnung, denn sie denken dabei nur daran, dass sie sagen, okay, ich mache also Kaltakquise, sei es jetzt Online-Marketing oder Offline-Marketing, ja, Kaltakquise ist ja auch sehr viel mehr als wie nur einfach einen Telefonhörer oldschool in die Hand nehmen. Ich würde mal sagen, 8 von 10 Leuten, wenn die an Kaltakquise denken, denken sie immer an Telefonakquise. Aber Kaltakquise ist genauso, wenn ich einfach eine kalte Audience, ja, einfach Facebook, LinkedIn oder YouTube-Anzeigen schalte und jemand sieht zum ersten Mal meine Anzeige, dann ist das genauso Kaltakquise. Es ist halt nur quasi im Online, also findet halt nur im Internet statt über eine Werbeanzeige. Also es ist genauso Kaltakquise. Neukundengewinnung ist aber sehr viel mehr als wie nur kalte Outreach-Ansprache, ja, sei es jetzt im Direktmarketing oder Vertrieb oder halt auch im Online-Marketing oder meinetwegen auch in der Kinowerbung oder im Radio. Ja, mein Schwager zum Beispiel, die machen massiv Radiowerbung, weil es ein lokales Business ist, ein Fliesenhandel und deswegen letztendlich Radiowerbung da, bayerische Radiosender und so weiter dort auch sehr viel dazu beitragen, dass sie Kunden bekommen zu ihrer lokalen Ausstellung und so weiter. Also es ist völlig egal. Es ist aber noch sehr viel mehr als wie nur diese Neukundengewinnung. Das bedeutet, ja, jemand, der dich noch nicht kennt, lernt dich kennen, wird dann zum Prospekt, zum Interessenten und soll dann zum Kunden werden. Ja. Ich mache das hier mal kurz, ich leime mal kurz hier die Tafel von meinem Kollegen hier aus, von der GenPsoft. Also, wir haben hier sozusagen, ich mache das gerne mit Hilfe, sondern stelle es gerne mit der Hilfe von einer Matrix dar. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Matrix, du siehst hier schon 1, 2, 3, 4, ja? Möglichkeiten der Neukundengewinnung. Und diese Neukundengewinnung der Prospects, also quasi Kaltakquise, Cold Outbound, würde ich mal so jetzt das Ganze zusammenfassen auf Englisch, ist nur ein Bereich der Neukundengewinnung. Ja, diese ganze Matrix hier sagen wir mal jetzt stellt die Neukundengewinnung B2B dar. Der zweite Teil ist, ja, du sagst es schon, Bestandskunden, was halt viele häufig ein bisschen stiefmütterlich behandeln. So im Enterprise-Bereich, viele meiner größeren Kunden der letzten Jahre, die haben dann halt ganz konkret Account Manager. Account Manager sind häufig Leute, die dann in der Regel mit diesem hier, mit diesem Part, mit Neukunden, Outbound, Call, Outreach und so weiter, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also man sagt so im Fachjargon jetzt mal nur unter uns, aus der Vertriebler-Szene im IT-Bereich, IT-Systemhaus-Bereich und so weiter, sagt man immer, die Account Manager, das sind diejenigen, die keinen Bock auf Verkaufen haben. Ja? Weil sie letztendlich mit Bestandskunden zu tun haben und die ja schon Kunden sind. Das heißt, die mehr oder weniger sowieso immer wieder irgendwas benötigen. In der IT ist es häufig so, dass halt einfach Releases, Updates, Erweiterungen und so weiter, mehr oder weniger so eine Art im Produkt oder im System, im IT-Produkt oder im IT-System mehr oder weniger eingebaute Zwangs-Upgrades und Upsales und Cross-Sales und dergleichen eigentlich schon mit eingebaut sind oder sagen wir indoktriniert sind sozusagen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ja, mal kulant ausgedrückt und diplomatisch. Das heißt, das sind mehr oder weniger immer so Zwangskäufe und dann sagt halt, okay, irgendwie SAP oder Microsoft oder Adobe oder was auch immer, die bringen dann sozusagen eine neue Cloud-Version raus oder generell den Cloud-Move und supporten halt einfach nicht mehr die On-Premise-Version. Naja, dann kommt halt der Kunde und sagt zum Account-Manager, hey du, jetzt muss ich wirklich, ich habe 3 Jahre schon vor mir hergeschoben, jetzt muss ich halt diese Cloud-Migration machen. Ja. Muss halt mal die 100.000 Euro oder die 1 Million Euro, die 5 Millionen Euro, je nachdem wie groß die Firma ist, der Account, ja. Key-Account, kann durchaus mal die Migration mal 10 oder 20 Millionen Euro kosten. Ja. Deswegen hat er auch häufig so einen Key-Account, der dann nur irgendwie ein Account, ne, also nur BMW. Und dann bei den ganz großen Accounts sind dann sogar mehrere Key-Accounter nur für BMW. Also
quasi One-to-Many, ja, allein schon im Verhältnis Key-Accounter oder Account-Manager und Kunde, ja, wenn es so ein Konzern ist zum Beispiel bei den Systemhäusern. Ja, und die betreuen da halt, die halten halt Beziehungen, die treffen sich, die reden miteinander, ja, und treffen sich mal zum Essen oder irgendwie sowas. Ja, es findet schon noch in gewisser Art und Weise Verkaufen statt, aber so richtig verkaufen ist es eigentlich nicht. Ja. Das hier ist eher so dann schon, da hat schon mal ein bisschen mehr was mit Verkaufen zu tun im eigentlichen Sinne, aber auch sehr wenig mit aggressivem Verkaufen. Ja. Also man muss schon quasi hartnäckig sein, aber ich sage mal, höfliche Hartnäckigkeit ist hier gefragt. Ja. Die ist hier auch mal gefragt, teilweise bei den kleineren Accounts wird das viel zu stiefmütterlich behandelt, teilweise sogar bis hin zu absolut vernachlässigt. Also bis zur absoluten Vernachlässigung. Das hat häufig, da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, zum Beispiel ein größeres Systemhaus kauft ein kleineres Systemhaus. Jetzt hat das kleinere Systemhaus normalerweise kleinere Kunden gehabt. Jetzt merged aber dieses kleinere Systemhaus ins größere Systemhaus. Jetzt sind die kleineren Kunden des ursprünglich unabhängigen kleineren Systemhauses, das jetzt nicht mehr unabhängig ist, sondern Teil des großen Systemhauses, nimmt jetzt also diese kleineren Kunden mit. Die sind aber jetzt halt im gesamten Portfolio, Kundenportfolio des größeren, verschmolzenen, kleinen und großen Systemhauses jetzt vom Umsatzvolumina oder vom Prospect-Potenzial, Bestandskundenpotenzial nicht mehr so groß. Jetzt hat, werden die sozusagen irgendwie downgraded, jetzt kriegen die nicht mehr so viel Attention, gar nicht mehr so viel Pflege, Bestandskundenpflege und so weiter, teilweise bis zur kompletten Vernachlässigung, weil es nur irgendwie Kunden sind, die im Jahr maximal 100.000 Euro ausgeben und jetzt dieses größere Systemhaus, wesentlich größere Systemhaus, die interessiert eigentlich nur Kunden, die Minimum 500.000 im Jahr ausgeben oder ich sage jetzt einfach irgendwelche Zahlen, aber das ist in den letzten Jahren sehr häufig stattgefunden, im Zuge der ganzen Krisen, die wir da hatten und da sind einfach auch viele kleinere, mittlere Systemhäuser und IT-Dienstleister und IT-Agenturen, wenn ich sage kleine und mittlere, dann meine ich 10 bis 50 Millionen Euro Umsatz, ja? 100 bis 50, 200 Mitarbeiter, sowas, ja? Halt einfach gemerged, aufgekauft, massiv viele, also sehr, sehr viele sind da aufgekauft worden und dann bestehen quasi dann diese Lücken, die dann wieder mit kleineren Dienstleistern, die häufig wieder meine Kunden sind, wieder gefüllt werden können. Das wollte ich hier aber jetzt alles gar nicht erzählen groß. Es ist ein großes Thema Bestandskundenpflege, ja. Ganz großes Thema, wo wir auch häufig dann, ich mit meinen Kunden, mit unseren Kunden, auch hier Lücken und sehr starke Opportunities sehen hier und dann proaktiv quasi hier das sozusagen hier eine überlappende Strategie machen, dass wir quasi hier sagen, wir machen hier gezielte Outbound, Call Outbound in die Bestandskunden von kürzlich gemergten mittleren in größere IT-Systemhäuser, suchen sie die Bestandskunden, soweit was sie recherchieren können oder eh schon wissen oder erfragt haben, was wir eh schon ein bisschen immer machen, schon seit Jahren und da eben schon Wissen drüber haben und dann versuchen wir natürlich abzuwerben, ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber eine sehr interessante Geschichte. Ja. Ich lade das auf YouTube hoch. Ja. Schauen wir mal, wie ich es rausschneide vielleicht. Okay, ich wollte eigentlich was zu was anderes. Es gibt dann noch eine dritte Möglichkeit der Neukundengewinnung. Es ist aber wirklich ein sehr interessantes, es ist eigentlich schon fast Insiderwissen, was ich hier raushau. Dann hier, das nächste ist dann ehemalige Kunden. Das bedeutet, das hier sind fortlaufend zahlende Kunden, akut, aktuell. Das sind ehemalige Kunden. Das ist was anderes wie totale Prospects, aber mit einem gewissen Timeframe. Das heißt, wenn du hier quasi 1 bis 3 Jahre, wenn es darüber hinaus ist, ja, größer gleich 1 bis 3 Jahre, dann ist es quasi zunehmend, ist auch logisch, weil Kunden, Unternehmen verändern sich. Und wenn sie sich nicht verändern, dann sind es vielleicht nicht deine Kunden mehr. Wenn du jetzt einen Kunden anrufst, sofern es noch dieselbe Ansprechpartner ist, der schon länger wie 3 Jahre nicht mehr dein Kunde ist, dann ist es quasi wieder wie Cold Calling, ja, mehr oder weniger. Also wie neu. Ja. Unter Umständen hat sich da viel verändert, aber es ist nicht eindeutig zuordnungsbar. Aber es ist letztendlich auch eine Sache, wo man sagen kann, okay, das ist auch eine Form der Neukundenakquise, die nicht jetzt völlig, nicht absolut das ist, aber auch nicht absolut das, gar keinen Fall. Und dann haben wir noch einen vierten, das sind deine Mitarbeiter. Und da, das haben die
die meisten überhaupt gar nicht auf dem Radar. Letztendlich deine Mitarbeiter so auszuwählen und so gezielt und so, sag mal, mit Bedacht auszuwählen, dass deine Mitarbeiter letztendlich dich einfach lieben, ja, es lieben, für dich zu arbeiten, es einfach cool finden, und dann können das unter Umständen, und das ist egal, ob es jetzt Mitarbeiter sind im Vertrieb, im Marketing oder in der Buchhaltung oder im Kundenservice, oder egal, selbst wenn sie nur theoretisch nur Kaffee kochen würden, so, insofern du einfach hier die richtigen Mitarbeiter hast, die du auch an dich bindest, wo du eine gewisse Bindung entstehen lassen kannst, die sind teilweise, und du, man glaubt es nicht, ja, also es kann sein, dass vielleicht der Mitarbeiter selber keine direkten Connections hat zu potenziellen Kunden, Neukunden, aber vielleicht der Ehemann, der Verlobte, die Verlobte, ja, die Ehefrau oder der Schwager, der Bekannte und was auch immer. Ne? Also um zwei, drei Ecken rum kann sich das sehr schnell umsprechen. Schreibt mal in die Kommentare, wie man dazu sagt. Ich habe jetzt gerade das deutsche Wort nicht im Mund. Herumsprechen, ja genau, das war's. Ja. Was für ein cooles Unternehmen du bist, was für ein cooler Typ eigentlich du bist. Dann Menschen am Ende, und das möchte ich abschließend noch zu dem Video sagen, Menschen kaufen immer von Menschen. Ja. Trotz aller Automatisierung, trotz aller Digitalisierung, ja, trotz aller IT. Ja. Wir sind ja quasi seit Jahrzehnten, haben wir nur mit IT-Dienstleistern, also nur mit IT-Kunden zu tun und sind aus der IT-Branche auch. Und trotz alledem, trotz aller künstlichen Intelligenz, glaubst mir, Kunden kaufen von Kunden, und ganz besonders im Business to Business logischerweise und ganz besonders auch im Enterprise, wenn wir sagen, okay, wir machen Business to Business, aber nicht Minimum fünfstellig, mittlere fünfstellige Summen oder sechs- oder siebenstellige Summen, dann sowieso. Ja? Und ich habe es mehr als einmal gehört in den letzten Monaten und Jahren, glaubt mir, dass ein IT-Leiter, ein CIO gesagt hat, ja, jetzt haben wir uns für diesen oder jenen IT-Implementierungspartner für SAP oder Adobe oder Salesforce oder HubSpot oder ähnliches entschieden. Und dann habe ich gesagt, okay, was war denn jetzt grundsätzlich ganz konkret der ausschlaggebende Punkt? Ja, sozusagen diese Shortlist von zwei, drei Herstellern, die eigentlich beide gleich gut sind, beides alles können und den gleichen Preis auch haben und alles ist irgendwie gleich. Was war denn am Ende der ausschlaggebende Punkt? Dann hat er gesagt, ja, der Geschäftsführer hat irgendwie gesagt, so Bauchgefühl. Ja? Also das sind manchmal Investitionen, die eine Million oder zwei wert sind am Ende des Tages. Und es wird dann irgendwie aus dem Bauch heraus entschieden, weil letztendlich alle harten Facts einfach durchgenudelt wurden, ja, abgearbeitet, geprüft zum x-beliebigsten Male. Und am Ende bleibt einfach nur das Bauchgefühl. Und das ist letztendlich im Klartext übersetzt, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, ich kaufe von jemandem, weil er mir sympathisch ist. Ich kaufe von jemandem, weil einfach mein Bauchgefühl mir sagt, das ist die richtige Entscheidung. Und that's it. Ja? Also, so viel zu dem Thema Neukundengewinnung ist eigentlich mehr als wie einfach nur das, dieser Part hier. Ne? Das ist letztendlich das, wo alle verstehen unter Neukundengewinnung. Und diese drei Parts, die werden teilweise vernachlässigt, stiefmütterlich behandelt, bis hin zu komplett aus dem Fokus oder gar nicht mal im Bewusstsein. Und das wollte ich eben mit dem Video darauf hinweisen. Und ich hoffe, ihr habt damit einen Gefallen getan, ein paar Impulse, ein paar Anstöße geben können. Und wenn du mich zum Beispiel zum ersten Mal hier siehst in diesem Video, gerne bei uns einfach einen kostenlosen Strategie-Call auch buchen für 30 Minuten. Hier unten irgendwo findest du einen Link, je nachdem, wenn du es auf LinkedIn siehst, wahrscheinlich hier oben. Wenn du es auf YouTube siehst, wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ansonsten einfach bei mir vorbeischauen, klein-marketing.com oder auch noch auf meiner Coaching-Seite thomasklein.consulting. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis bald, dein Thomas Klein. Happy Hunting. Ich zähle auf dich. Bis dahin, tschüss.